Und damit herzlich willkommen zu einem weiteren Angezockt hier auf dem Kanal. Wir spielen den LSD-Trip-Simulator. Nein, natürlich nicht. Das ist einfach nur ein etwas sehr spezielles Menü-Video, was wir hier haben. Wir spielen den Train Operator 377, wo wir die Class 377 natürlich fahren. Und das ist ein Simulator, der ist am 29. Mai auf Steam erschienen. Und ich habe den per Zufall gefunden, als ich nach neuen Spielen für das Angezockt gesucht habe. Und ja, das ist ein Simulator auf Basis wieder auch der JR East Simulator funktioniert, sprich ein Video. Und da fahren wir dann natürlich die echte Strecke ab. Bei dem Simulator ist die Brighton Mainline abgebildet, also von London Bridge nach Brighton und umgekehrt. Und ja, wenn das Menü hier so ein bisschen klein ist, sei das zu entschuldigen, das Spiel ist nicht dafür ausgelegt, auf 4K zu spielen. Das soll aber vielleicht noch kommen, deswegen ist hier alles ein bisschen klein. Okay, wir sagen hier Start. Wir können dann sagen, okay, welchen Abschnitt wollen wir denn hier fahren? Wir haben auch eine Wettersimulation, die ist speziell. Wir werden es dann später noch sehen. Können dann auswählen, was für ein Service wir fahren, was für Uhrzeit soll es denn haben. Jetzt sind wir hier 14 Uhr drin und was für Jahreszeiten. Okay, wir können dann auch noch auswählen, wo wir hier starten wollen. Also wir müssen jetzt unbedingt in Brighton starten. Und ja, kann sich das Wetter ändern. Ich habe es mal bei mir drin. Und was noch speziell ist, es sind auch Störungen simuliert. Man kann das einstellen, wie oft die kommen sollen. Also es geht auch bis zur Signalstörung etc. Ich habe es jetzt mal auf Rare eingestellt, also dass nicht so oft vorkommt. Also eventuell sehen wir gar keine oder es kommt eine. Mal gucken. Jetzt soll er erstmal hier fertig laden. Ja. Schaffst du es? Eigentlich muss er ja nicht so viel machen, außer das Video zu laden. Und da wären wir hier drin. Okay. Das Tutorial schaut so aus, dass man Tab drückt. Dann hat man hier die Übersicht, was man hier alles einstellen kann. Also man kann halt auch durchgehend das Wetter verändern. Cruise Control, Sanden, DRA und HUD-Einstellungen. Davon habe ich mir mal einen Screenshot gemacht, damit ich da mal nicht reingehen muss. Also man kann hier mit der Kamera so hin und her gehen. Man kann auch das Cockpit hier komplett ausblenden. Das glaube ich werde ich dann später auch tun. So, erstmal Richtungswende nach vorne, damit wir dann die Türen zumachen können. Und ja, Wetter ist 1 bis 7. Gehen wir mal kurz durch. Ja, das wäre zum Beispiel Nebel. Und irgendwo, glaube ich, hat es dann auch Regen. Okay, hier drin ist natürlich jetzt kein Regen, weil wir überdacht sind. Machen wir dann draußen nochmal. Und um 15 Uhr, also um 15 nach, soll man dann hier wegfahren. Kann ich hier schon mal auf neutral gehen. Cruise Control kann ich schon mal voreinstellen. Ich glaube, das mache ich mal auf 60. So, da. Und wir machen die Tür zu. Los geht's. Ausfahrt mit 25. Okay, und ich werde jetzt hier mal dieses HUD hier ausblenden. Also das heißt HUD, die Simulation vom Führerstand. Brauche ich nicht. Ich hätte das gern so gesehen. Wenn ihr dann immer wieder mal so ein Krachen hört, vom Ton her, das ist leider vom Spiel her aus. Ich habe das schon in Steam reingeschrieben, dass das Problem da ist und eventuell wird es nochmal gefixt. Aber wie geil, ich kann jetzt in England rumfahren und sehe die echte Strecke. Ich meine, klar, es kann jetzt nicht mit einem Simulator mithalten wie Train Sim World oder Simrail etc. von der Immersion her. Aber so sieht man halt die echte Strecke. Und ich finde das dann schon interessant, wenn man das halt immer nur virtuell gesehen hat, dass man halt hier mal auch das echte hat. So, wir dürfen 40 fahren.
Wo es ebenfalls in der Bewertung einen Punkteabzug gibt, das ist die Videoqualität an sich. Ich meine, das ist ein Full-HD-Video, er macht jetzt natürlich einen Upscale auf 4K. Schaut dann halt nicht so gut aus. Und deswegen, ja, sind halt die Sachen einfach nicht so super scharf. Das ist leider schade. Da hätte ich mir gewünscht, dass da ein 4K-Video läuft. So, 75. Können wir eigentlich mal einstellen. Cruise Control aktivieren tun wir mit A. Wobei Tempomat ist ein bisschen relativ. Der hört einfach bei 75 auf zu beschleunigen. So, Burgess Hill. 14:24 sollen wir da abfahren. Also ich muss sagen, diese Störgeräusche beim Ton nerven mich mehr als die Videoqualität. Aber das heißt, der ganze Simulator kostet halt nur ungefähr 14 Euro. Da kann man noch ein bisschen drüber hinwegschauen, aber wäre echt froh, wenn sie das mal anpassen. Sollte eigentlich korrigierbar sein. So, dale. Reisegeschwindigkeit hätten wir. Können wir mit dem Wetter nochmal rumspielen. Eben da mal zum Beispiel Regen. Starker Regen. Es ist halt einfach nur so ein Effekt, der oben drüber gelegt wird. Oh, 90. Das fahren wir natürlich. Ich meine, das ist sogar der Scheibenwischer simuliert. So, den sehen wir jetzt natürlich so nicht. Machen wir jetzt mal wieder aus. So. Halt umso mehr auf die Geschwindigkeitstafeln hier achten. Aber ich muss sagen, von der Strecke her, was ich in TS Classic hier kenne, kenne ich es halt sofort wieder. Einfach nichts sieht im Tunnel. So, 6 Kilometer noch. Das war jetzt geil mit dem guten Punkt. Sehr wieder leer. Wieder draußen. Und gewisse Aufnahmen, glaube ich, sind ein bisschen älter, weil das sind unter anderem Services mit dabei, die so gar nicht mehr fahren. Oh, aufpassen, das Gleis da links. Ja, wegen solchen Sachen finde ich solche Videoaufnahmen spannend, wenn man das so sehen kann. Mein Kollege. So, 3 Kilometer, also 3,5 ungefähr. Für mich war das einfach wie ein Muss, dass ich mir das kaufen muss. Ich meine, ah, Simulator England, bin ich dabei. Okay, anhalten wird jetzt spannend. Aber sollten wir hinkriegen. Wie geil die Bremsen hier sind.
Da zum Beispiel der Service, das, ob ich noch richtig gesehen habe, der fährt gar nicht mehr. Emergency Brake jetzt nicht. Boah, die Bremsen sind ja voll schlecht. Oh, da muss ich wesentlich früher bremsen. So, schauen wir, dass wir sie hier sauber anhalten. Ah, eben. Die sind ausrangiert, die Dinger. Okay, wir machen mal die Türen auf. Schön, dass er mich zurückgesetzt hat. Ah, gut. Oh, cool, das Video läuft weiter. Sie sehen den Spiegel da. Hier ist ein Unterschied zu JR East. Aber von dem Blickwinkel ist es ein bisschen schräg, da so nach hinten zu gucken. Was war das jetzt? Aufnahme, wir haben ja kurz gestoppt und wieder gestartet. Nee, ich glaube, das ist eine Wiederholung. Dann, ob der Vogel jetzt nochmal kommt. Ja, das ist eine Wiederholung. Schleife, solange wir hier stehen. So, Tür zu. Und jetzt geht's wieder mit dem eigentlichen Video weiter. Ja, kann man machen. So, schmeißen wir mal Cruise Control wieder rein. Nächster Halt, Haywards. Ankunft um 29. Da schaue ich mal, dass ich besser bremse als wie davor. Ich das mit dem Not-In-Service wechseln. Da ist die Fenstersteuerung. Ah, Control Lights, Computer and Vents. Zum Beispiel K. Dem Button, der macht auch nichts. Der auch nicht. Ja, ich weiß nicht. Ist das ein Speed Limit? Ja. Keine Ahnung, wie ich da das Not in Service ändern kann. Ja, ja, ich drücke ja schon. Ja, ist auch egal. Kilometer noch. Zwei Kilometer. Bremsen wir mal. Oh,
Schön, wir haben eigentlich doppelgelb. Moin, Kollege. Ah, da. Auch nicht ideal, aber immerhin keine Notbremse. Was jetzt noch interessant wäre, ist mal in der Nacht zu fahren. Wie das Ganze dann hier aussehen würde. Oi. Ach, die wollte was von mir. So, Tür auf. Abfahrt 29. Ja, okay, ich mach die Camera Control natürlich nichts. Schade. Ach, da könnte ich den. Lol. Ich kann mal das Kamerabild anzeigen lassen. Okay, cool. Sehr cool. Das wusste ich nicht, dass es geht. Erinnere mich mal, dass ich mal in TS Classic mal wieder mit dem Service da fahren soll. Die mit meinem klassischen Gatwick Express fahren. So, Tür zu. Und Marsch. Station Three Bridges, 13 Kilometer. Also ich weiß nicht, ich glaube, ich hätte die Aufnahme wirklich nochmal neu gemacht, wenn ich so Audio-Störgeräusche drin hätte. So furchtbar. Mal zu dem Zeitpunkt, wo das Video dann auf YouTube rauskommt, wird ein bisschen Zeit vergehen, was hoffentlich dann ein Patch schon rauskommen. Außer meine Kanalmitglieder, die sind es dann recht früh. Also übrigens, wenn ihr mich unterstützen wollt, könnt ihr Kanalmitglied werden. Jetzt sind die Videos weit im Vorhinein. Einiges los hier. Denken wir nur cool, wenn wir einen Special Service irgendwo sehen. Wisst ihr was, wenn wir bei Three Bridges sind, werden wir mal eine neue Session starten und fahren von Three Bridges nach Gatwick bei Nacht. Einfach nur um zu sehen, wie das aussieht. Oder wie das wäre. Und der nächste, das ist Schlag auf Schlag hier. Wenn da einer Verspätung hat, dann habe ich auch die Verspätung hier. Cruise Control an. Und was vielleicht irgendwie auch noch schön ist, wenn irgendwie der Font hier mal gewechselt wird von dem Interface da oben. Das wirkt irgendwie nicht sehr seriös. Finde ich zumindest. Irgendwie so
Kindersimulator oder Spiel. So, liegst du da auf dem Bahnsteig? Aber grundsätzlich eine schöne Strecke. Ja, ja, ich drücke ja schon. Und rein in den nächsten Tunnel. So, hätten wir mal gebremst. Okay, der hätte jetzt eigentlich ein Doppelgelb. Warum ist es so komisch gelb hier? Markierung für die nächsten Bauarbeiten? Mal doppelgelb. Also mal 8 noch. Ja, tun wir mal cruisen. Auch doppel. Depot hier. Südre, da wäre der Bahnsteig und da werden wir dann mal wechseln. Guten Tag. Unser Service endet hier. Bitte alle aussteigen. Und der nächste Dude. Perfekt. Oh, genau. Der jetzt wusste, dass er jetzt in einem Spiel drin ist. Na gut, also, wir werden jetzt das mal wechseln. Wir sagen hier nochmal Start. Brighton to Gatwick. Free Bridges. Und keine Ahnung, wir sagen jetzt mal 20 Uhr. Sollen wir mal 20 Uhr machen? 20 Uhr Winter. Nur mal zum Gucken. Der wird doch nicht bei jeder Season da die Aufnahme neu gemacht haben. Aber wenn ja, dann Hut ab. Für den Aufwand. Komm, Spiel, du schaffst es. Es ist nur ein Video. 5 Jahre später. Ah, das ist original. Genau das gleiche Ding, nur dass jetzt hier
so einen Effekt auf ist und der Ton ist jetzt noch viel schlimmer. Okay. Gut, machst du das also einfach nur dunkler? Gehen wir nochmal auf Start. Sagen wir hier Sommer. Machen wir hier mal 22 Uhr. Und laden das mal rein. Und da tue ich mal ganz kurz pausieren für euch. Okay, es ist jetzt 22.30 Uhr und ja, nein, ich glaube, wir fahren lieber nur, wenn es Tag ist. Und die Tonprobleme sind gerade irgendwie schlimmer, als ich da gestartet habe, aus welchem Grund auch immer. Gut, das soll es, glaube ich, erstmal gewesen sein. Ich glaube, die Fahrt zur Gatwick Airport, die sparen wir uns erstmal. Da braucht es definitiv noch ein paar... ja, Bereinigungsarbeiten bei dem Spiel, aber das sind 14 Franken oder 14 Euro. Wer gerne in England unterwegs ist und da mal die Strecke, also die ganze Brighton Mainline mal in echt sehen will und mal fahren will, glaube ich, kann man sich das holen. Aber ich muss sagen, die Tonprobleme sind ein ganz großer Minuspunkt. Bitte, liebe Entwickler, tu das fixen. Das geht gar nicht. Ja, gerne eure Meinung dazu in den Kommentaren. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, lasst vielleicht einen Daumen nach oben da oder ein Abo. Und dann wünsche ich euch weiterhin eine gute Fahrt. Ciao. Ja, liebe Leute, das ist leider das Ende von dem Video. Wie immer würde ich mich freuen, wenn ihr natürlich hier unten Kommentare reinschreibt, wie ihr es gefunden habt. Aktuelles zum Spiel findet ihr hier in dieser Playlist. Ansonsten der neueste Upload hier oben. Und wer möchte, kommt auch auf unseren Discord-Server. Link ist da rechts oben. Gibt auch immer wieder gratis Spiele und da könnt ihr auch mit mir quatschen und natürlich der Community. Ansonsten lasst ein Abo da und dann verpasst ihr keinen Upload mehr. Bis denn dann, euer Braubucher. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.